Das Leben feiern unter der japanischen Kirschblüte war eine Ausstellung im neuen Teltower Rathaus getitelt. TKS-Zeit war Gast der Finissage. Vor dem Hintergrund des 15. japanischen Kirschblütenfestes wurden Hobbyfotografen im vergangenen Jahr aufgerufen, sich an einer Fotoausstellung zu beteiligen. Gesucht wurden gelungene Aufnahmen zum Thema Das Leben feiern unter der japanischen Kirschblüte. Es durften jeweils 2 Motive pro Teilnehmer eingereicht werden. Insgesamt 13 Hobbyfotografen sind dem Aufruf gefolgt und haben ihre schönsten Motive eingereicht. Auch in 2018 wird es wieder eine Fotoausstellung geben. Gesucht werden die schönsten Motive aller Hobbyfotografen unter dem Motto Cosplay vor dem Hintergrund des diesjährigen 16. Kirschblütenfestes. Die sehr schön anzusehenden Besucher findet man in jedem Jahr auf dem Kirschblütenfest. Cosplay ist ein japanischer Verkleidungstrend, der in den 1990er Jahren mit dem Manga-Boom auch in die USA und nach Europa kam. Herr Sarasaki, wie sind Ihre Eindrücke? Wunderbar, wunderbar, schönes Foto. Ich erinnere mich mal, wann wir also diese Kirschbäume gepflanzt haben. Und wenn ich jetzt so diese schönen Fotos sehe, schon Geschichte von 20 Jahren, wie die Kirschbäume gewachsen sind oder die Menschen damit umgegangen sind oder mit gepflegt haben. Die Fülle an Menschen, die wir in diesem Jahr erleben durften, ist, glaube ich, als Rekord gut und gerne zu bezeichnen. Wir hatten ein fantastisches, ein sensationelles Kirschblütenfest 2017 und insofern nehme ich mal an, Sie alle waren sicherlich auch vor Ort, haben sich das auch in diesem Jahr angesehen. Das ist nicht die erste Ausstellung, die wir dazu machen. Wir haben das mehrfach bereits organisiert und wir rufen eigentlich jedes Jahr dazu auf, zu fotografieren, Bilder zu machen, um letztlich auch mit den Bildern etwas für die Ewigkeit zu schaffen, aber eben auch zu dokumentieren, wie entwickelt sich Jahr für Jahr diese prachtvolle Allee in unserer Stadt. Und als prachtvolle Allee würde ich das alle mal bezeichnen. Wir haben auch in diesem Jahr viele Gäste aus Japan begrüßen dürfen. Was mich immer sehr freut, ist, dass auch die japanische Botschaft uns hier hervorragend unterstützt und vor Ort auch präsent ist und somit ein Stück Nähe schafft zu einer anderen, zu einer für uns ja nicht alltäglichen Kultur. Wir haben gepflanzt vor 20 Jahren und wenn ich auch kurz davor erzähle, wenn ich Fotos hier sehe, ist nicht nur als Fotos vom Kirschblüten, sondern Geschichte von 20 Jahren. Der Exportschlager Bilder aus Teltow geht ja weiter und ich denke mal, dieses Jahr mit diesen bunten Cosplayern, da kommen bestimmt noch mehr Fotografien als in diesem Jahr zustande. Und ja, wenn man so geguckt hat, sag ich mal so, soziale Netzwerke, Berlin, Blog, Niederlande, wie auch immer, ganz groß Werbung gemacht für Kirschblütenfest. Ein anderer internationaler Touristenblog hat das mit aufgegriffen und das tauchte dann so zwischen Mauerpark, Prenzlauer Berg und Teltow als Veranstaltungstipp für den Monat April und Mai auf. Also insofern machen sie sich auf noch mehr Touristen gefasst. Und ich denke mal, ist doch bestimmt steigt sozusagen Teltow hier touristisch noch weiter an. Vielen, vielen Dank für Ihre Initiative, für Ihr Mitwirken und Ihr jährliches Engagement. Sie sind der Motor, alle beide. Und von daher, das Fest ohne Sie mir nicht vorstellbar. Danke.